Leute, willkommen zum weiteren fröhlichen Pokémon-Karten auspacken. Wir hatten bereits Glurak EX, Turtok EX, Pikachu EX und deswegen fehlt jetzt natürlich noch das hier. Bisaflor EX. Ja, und das wird auch bald die letzte Möglichkeit für mich sein, eine von mir gewünschte Karte dieser Generation-Karten hier zu bekommen. Ja, aber ja, dazu später. Wir machen das Ganze jetzt erstmal auf. So. Ich brauche hier ein bisschen mehr Platz. Moment. So, das reicht. Machen wir weiter. Erstmal, Plastik muss weg. Kennt man. So, da muss noch der Karton weg. Machen wir einfach mal total rabiat hier. Warum auch nicht. So, ja, hier auch noch. So. So. Karton kommt weg. Und dann Deckel abnehmen. Ich sagte Deckel abnehmen. Hallo, gibt's denn sowas? Verarsch mich nicht hier. So, und dann haben wir vorsichtig die Karte lösen. Das kommt weg. So, dann haben wir hier die Bisaflor EX-Karte. Sieht cool aus, muss ich sagen, mit Sichlor und Giflor hier. Doch, schöne Karte. Legen wir mal hier hin. Ich sagte hier hinlegen. Und dann, vielleicht fällt euch was auf. Bisaflor. Glurak. Glurak. Und Glurak. Weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. So, nehmen wir die gigantische Karte auch noch hier raus. Legen wir in die Mitte hin. Abfall kommt weg. Und dann haben wir... Ups, was mache ich da? Da, Code kommt auch weg. Dann haben wir das da. Und das da. Und das da. Und das da. Wir beginnen mal mit Glurak. Oder mit Glurak. Oder vielleicht sogar mit Glurak. Ich würde sagen, mit Glurak. Ja. was macht der Code hier? Geh weg. So, mal sehen. So, schön positionieren. Und dann haben wir ein Tangela, ein Rihorn, Psychoenergie, ein Dicta, ein Mashok, Flamara EX. Eine schöne Karte, aber habe ich mittlerweile auch schon 3 oder 4 Mal. Aquana ist drauf, ja, aber schade. Haben wir noch Pinsir, Schlupuk, Pokémon Center Dame und Evo Brause. Naja, eine schöne Karte, soweit, aber wie gesagt, habe ich halt schon. Versuchen wir das nächste Booster. So, und das beginnt schon mal gut, denn es beginnt mit einem Raupi. Wunderbar, Raupi, Macholo, Elektroenergie, Mushas, Schmetterhammer und Pikachu. Schöne Karte. Ich glaube, die habe ich sogar noch nicht. Wunderschön. Dann haben wir noch Kikli, Glumanda, Pokémon Fanclub, Revitalisierer und ja. Okay, immerhin eine Full Art Karte wieder. Gefällt mir. Dann nehmen wir gleich nochmal einen Glurak Booster. Ne? Werfen das weg und hoffen auf das Beste. Psychoenergie, Dicta, Pikachu, Zubat, Schmetterhammer schon wieder und Flauschling. Habe ich die Karte schon? Die sieht irgendwie total cool aus. Sagt mir jetzt gar nichts. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut mit diesem Artstyle. Die ganzen Süßigkeiten und dieses... Ja, dieses Flauschling in der Mitte. Sehr schön. Dann haben wir Tauros mit diesem komischen Artstyle, den es bereits in der ersten Generation der Karten gab, ja. Dann haben wir noch Psiao. Evo Brause, Pokémon Center Dame schon wieder und ja. Leute, ihr wisst, was ansteht, das letzte Booster. Drückt mir die Daumen, Leute. Irgendwann muss ich doch mal Glück haben, oder? Ich hoffe. So, mal sehen. So, kommt weg. Schöner Stapel gemacht und Mushas, Stahlenergie, Phlegmon, Magma, Rihorn und Frostedie. Funkel. Rosana. Ist da noch ein Machomai da hinten? Ja. Okay. Wohin genau? Und die rote Karte. Pantimos und wieder Mushas. Leute, die Karte war wieder nicht dabei. Sehr schade, aber nichtsdestotrotz, das war's mit dem Auspacken von Pokémon-Karten mit der Bisaflor EX-Box. Vielen Dank fürs Zusehen
Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!